Überschäumender Genuss erwartet Sie in Halle 12 in der Champagner-Lounge. Hier können Sie von 40 Traditionshäusern Champagner verkosten. Champagner-Lounge in Halle 12, sondern auch noch 150 weitere Champagner-Hersteller, die wunderbaren Champagner herstellen, wie zum Beispiel Tino. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Einmal Santé. Santé. Santé, danke schön. Herr Fix, ich trinke und Sie können mir ja mal kurz erzählen, was es Neues gibt aus Ihrem Haus. Ja, vielen Dank auch für Ihr Kommen. Ist immer ganz nett, Sie begrüßen zu dürfen an unserem Stand. Und wir haben neu eine Präsentation von Tino jetzt bei uns. Wir haben diese Street Art, der neuen Künstler mit Speedy Graffito, ist bekannt bei uns in Frankreich. Wird auch ein bisschen, wir haben jetzt darauf ein bisschen fokussiert, und er hat uns jetzt auch ein Grafik gemacht. Das ist ein Künstlergrafik, sein spezielles Kennzeichen. Dadurch kennt man ihn, und da hat er auch, und er wird jetzt auch in den gewissen Großstädten auch in der Welt ein bisschen anfangen, und wir hoffen, dass wir da auch ein bisschen Bekanntheit schaffen werden durch diese neue Idee, weil das ist für uns auch eine neue Geschichte. Es gibt ja andere Betriebe, die ja auch Künstler nutzen für Künstleretiketten und so weiter. Und wir haben jetzt einen Künstler ausgesucht, wo noch nicht so bekannt ist, und wir haben auf diesen Künstler auch ein bisschen spekuliert, und bis jetzt funktioniert. Es geht also heutzutage gar nicht mehr nur darum, was in der Flasche ist, sondern auch, was drumherum ist. Ja, das bei uns ist sehr wichtig. Wie gesagt, Familie Thienot ist ein Familienunternehmen. Wir sind in der Champagne ganz klein und die jüngste Marke, wenn man so will, in der Champagne, mit 50 Hektar unterwegs jetzt. Und wir entwickeln verschiedene Cuvées. Einmal der Klassiker Brut, Classic Rosé und dann ein Jahrgang Champagner. Und darüber gibt es drei Haus-Cuvées. Einmal die Haus-Cuvée von Alain Thienot, das ist der Inhaber, der Besitzer. Und das ist ein reiner Pinot Noir Chardonnay Cuvée 2007er, was wir jetzt gerade im Glas haben. Und daneben gibt es auch die Cuvée Garance. Das ist ein Pinot Noir von der Tochter, auch in der Spezialflasche. Ein reiner Blanc de Noir nennt man das, nur von der roten Traube halt gekeltert. Und sein Sohn, der Stanislas, ist ein reiner Chardonnay, da komplett hundertprozentig weiß. Wie schwierig ist es denn, einen neuen Champagner zu etablieren auf dem Markt, und wie wichtig ist dafür die Prowein? Ja, Prowein ist für uns sehr wichtig. Wir sind seit dem Anfang dabei, wir haben immer dran geglaubt, und wir sind heute überrascht, wenn man sieht, wie viele Aussteller jetzt da sind. Aber wir waren ganz am Anfang schon dabei, weil für uns war Deutschland immer schon ein wichtiger Markt. Der Deutsche ist ein Markt, wo ein bisschen schwierig ist, weil da will jeder hin, weil jeder sieht die Umsätze, jeder sagt, das ist das größte Importland und so weiter für Bordeaux damals. Ne? Und das ist für uns ganz naturell und ganz normal, dass man da hin muss. Und heute ist die Prowein eine richtige internationale Messe geworden. Ich sage Santé und vielen Dank für Ihre Zeit. Santé, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Santé.